Ich entzünde eine Kerze am Osterlicht. Dieses Licht erinnert uns an die Auferstehung Jesu, daran, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ich stelle das Licht auf den Taufstein, der uns daran erinnert, dass Gott uns Menschen treu ist. Die Losung für Freitag, den 20. März. Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Wir beten mit den Worten des 27. Psalms. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht ab von mir, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Die Losung für Freitag. Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Und dazu als Lehrtext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gott segne uns diesen Tag. Amen.